Hallo und herzlich willkommen zu Voice Over Cars, heute in der Nähe vom legendären Nürburgring beim Rock am Ring. Und ich kann euch sagen, es hat hier gestern geschüttet wie aus Eimern. Und wenn ich da mit meinem eigenen Fahrzeug hingefahren wäre, tja, das wäre tierisch in die Hose gegangen. Da braucht man mindestens ein Allradfahrzeug. Ja, und so eins haben wir heute hier. Das ist der neue Seat Ateca. Und der hat natürlich, das heißt natürlich, unser Modell verfügt über Allrad, sogenannt 4Drive. Und den gibt es aber auch schon relativ günstig. Dann als Fronttriebler, aber ab einem Preis von, haltet euch fest, 19.990 Euro. Und das kann sich definitiv sehen lassen. Wie sich der Seat Ateca fährt, das erzähle ich euch jetzt. Jeder lobt, was Nürburgring erprobt. Keine Angst, ich war nicht mit dem Seat Ateca auf der Rennstrecke. Aber auch das Umland vom Ring ist, wenn es nicht gerade regnet, wunderschön. Und wir können das Review hier auch ganz kurz halten. Denn nach der Probefahrt ist das Einzige, was ich zu kritisieren habe, die Tatsache, dass Seat erst jetzt ein SUV auf den Markt wirft. Deutschland ist bekanntlich schon lange nicht mehr das Kombiland und wenn die Käufer ein SUV fordern, dann muss man auch liefern. Abgeliefert hat Seat ein meiner Meinung nach sehr gelungenes SUV und das sage ich, obwohl ich bekanntlich nicht der größte Fan der Fahrzeuggattung bin. Das Rezept ist clever. Bewährte Technik, ein stimmiges Design, eine gute Haptik und das Ganze gepaart mit der höheren, ja sehr geschätzten Sitzposition. Unser Seat Ateca hat auch noch Allradantrieb, eine Fahrdynamikregelung und auch ansonsten vieles aus dem Optionalitätenkabinett. Einiges davon kennt man normalerweise nur von teureren Fahrzeugen, von daher ein Lob an den Spanier mit deutschen Wurzeln und jetzt blende ich euch mal eben die technischen Fakten von unserem Testfahrzeug ein. Werfen wir einen Blick in den Innenraum, hier erinnert natürlich vieles an den Seat Leon. Das Infotainment-System korrespondiert mit den aktuellen Smartphones, die Displays lassen sich sehr gut ablesen und die Bedienung gestaltet sich intuitiv. Besonders loben möchte ich den Platz für das Handy. Zwei USB-Anschlüsse, 12-Volt-Anschluss und sogar eine induktive Ladefläche. Da komme ich mir als iPhone-Besitzer gleich wieder ein Digital Grandpa vor. Das hat Seat schon ziemlich gut gelöst. Fahrer und Beifahrer sitzen bequem und ich persönlich, ich bin 1,75 groß, kann auch bequem hinter mir selber sitzen. Ein gutes Fahrzeug für 4 Personen. Werfen wir jetzt einen Blick in den Kofferraum, der bietet, wenn man die Version mit 4Drive, also Allrad hat, ein Volumen von 485 Liter. Der Ateca mit Frontantrieb bietet 510 Liter. Den Kofferraum kann man per Taster, per Fußklick oder aber auch ganz herkömmlich öffnen und schließen. Kommen wir zum Fahreindruck. Der Seat Ateca zeigt sich gut gedämmt, das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt und dank dem Allradantrieb und den frei wählbaren Farbprofilen kann man sich sogar ins leichte Gelände trauen, auch wenn die meisten SUV-Käufer das vermutlich sowieso nicht machen wollen. Wer auf den SUV-Look verzichten kann, der bleibt beim Leon. Den gibt's auch als Kombi mit Allrad und der hat dann sogar noch mehr Kofferraumvolumen als der Ateca. Wer aber ein SUV haben möchte, der wird Freude haben an dem Ateca. Meine Prognose, der wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Der knapp 1,5 Tonnen schwere Seat Ateca zeigt sich bei der Probefahrt von seiner besten Seite. Die Schaltwege sind kurz und knackig, die Bremsen lassen sich fein dosieren und der 150 PS starke Diesel hat definitiv keine Probleme, das Fahrzeug zu beschleunigen. Was mir etwas fehlt, aber das gilt für fast alle SUVs, ist die Rückmeldung, also als das Feedback. Aber mit dem Seat Ateca will man sicherlich keine Rekordrunden fahren auf der Nordschleife, oder? Fazit. Der Seat Ateca wird ein Erfolg, ob ihr es wollt oder nicht. Man müsste Seat aber echt den Vorwurf machen, zu spät auf den Zug aufzuspringen. Aber erwischt haben sie ihn noch und wie so oft gewinnt beim Rennen ja auch nicht derjenige, der zuerst gestartet ist, oder? Tja, das war's für Voice Over Cars von heute. Das war der Seat Ateca. Hat euch das Video gefallen? Unten mal ein Like da lassen, ansonsten bei Fragen natürlich auch gerne kommentieren. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Voice Over Cars. Bis dann, euer Jens. Ciao. Voice Over Cars. Und das war's.